Das hier ist der wohl größte Dremel, den wir je gesehen haben. Er ist incredible. Es ist Dremel Lama. Liegt gut in der Hand, wie ein schönes Stück Butter. Das ist Dremel. Dremel ist gut. Guten Tag. Das ist ja eigentlich keine Evolution, das ist schon eine Revolution bei Dremel. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und ich habe hier den neuen 8260 von Dremel. Und das ist das stärkste Rotationswerkzeug, was es von Dremel jemals gab. In der Vergangenheit war es der 4300. Der hat richtig Kraft, richtig, wie ich immer sage, richtig Bums. Aber er wurde abgelöst von dem hier, nämlich der 8260 hat noch mehr Kraft, 20% mehr Kraft als das Gerät. Mit Kabel haben wir jetzt mit Akku. Das Gerät gucken wir uns heute nochmal im Detail an und da gibt es so viele Sachen, wo ich sage, wow, was ist denn hier jetzt auf einmal los? Aber erst einmal möchte ich nochmal kurz mit euch darüber sprechen, wozu braucht man denn sowas eigentlich? Denn es ist so, in der Werkstatt hast du normalerweise sowas wie einen Akkuschrauber, einen Winkelschleifer, vielleicht eine Kettensäge oder eine Tauchsäge oder. Und zum Beispiel eine Tauchsäge oder auch durchaus mit einer Handkreissäge kannst du schon sehr, sehr genau arbeiten. Dann hast du so eine Säge und machst so dein Ding. Und kannst 95% deiner Probleme wahrscheinlich genau mit diesem, mit dem Werkzeug oder allen anderen lösen. Dann kommt aber der Moment, wo du sagst, oh, damit bekomme ich das jetzt nicht mehr hin. Ich brauche eine andere Lösung. Und dann ist es sehr häufig sowas wie hier der GOP. Damit kann man schon sehr spezielle Dinge machen, wo man mit den anderen Werkzeugen nicht mehr hinkommt. Spezielle Ecken um die Kanten und so weiter und so fort. Ja? Dass man hier zum Beispiel auch zur Seite irgendwo etwas tut oder. Sehr wichtig, sehr gut. Übrigens, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich dir auch hier oben. Es gibt aber dann Momente, wenn selbst das hier zu groß ist, zu klobig, zu schwer, die Spitze zu breit oder man damit nicht mehr arbeiten kann. Dann kommt der Moment. Dann kommt sein Moment. Ja? Dann kommt der Moment, wenn du das Ganze hier brauchst. Und zwar, wenn du wirklich auf kleinstem Raum die kleinsten Dinge machst und damit so das Finish herstellst. Wenn du wirklich nochmal sagst, oh, da muss ich nochmal wirklich da was abtun, hier und da, über die Einsatzzwecke reden wir nachher nochmal. Natürlich ist das hier das prädestinierte Modell für Modellbauer oder Gerät für Modellbauer. Modellbauer benutzen sowas sehr häufig, haben so etwas völlig klar. Aber gerade auch außerhalb des Modellbaus ist es wirklich sinnvoll, sowas zu haben. Ich selbst muss sagen, habe seit vielen Jahren wirklich auch einen Dremel oder ein GRO von Bosch, die gibt es ja auch. Und das ist so, dass seitdem ich die Geräte mit, vor allem mit Akku habe, benutze ich sie andauernd. Und es ist genau in der Reihenfolge so, ich nutze zuerst die großen Geräte, dann gucke ich mal, ah, hiermit komme ich hin oder komme ich nicht hin. Und dann kommt seine Stunde. Es geht also um den brandneuen 8260 und das Wichtige an so einem Gerät ist wirklich, dass es handlich ist und das Universum drumherum, aber am Ende ist es ja vor allem auch die Kraft und die Power, die wir haben. Und es ist wirklich erstaunlich, dass wir hier jetzt wirklich ein Gerät haben mit einer so großen Kraft, dass Dremel sagt, er ist 20% stärker als der 4300 mit diesem elendig doofen Kabel. Wer will denn schon mit einem Kabel arbeiten? Und gerade bei solchen Geräten, was man irgendwo an irgendeiner Ecke, irgendeiner Kante mal einsetzt, da ist es wirklich schön, dass wir jetzt hier ein Gerät haben ohne Kabel mit richtig Kraft. Denn es ist so, bei diesen Rotationswerkzeugen ist es sehr häufig so, dass geworben wird mit extremen Umdrehungen. Ja? 30, 40, 50, 60, ja? Millionen Umdrehungen. Die Frage ist aber, wir haben hier zum Beispiel 30.000 Umdrehungen. Der 4300 hat 35.000 Umdrehungen. Aber die Frage ist, welche Umdrehungszahl kann das Gerät denn wirklich halten? Wie stark ist der Motor eigentlich? Denn wenn ich jetzt ein Gerät habe, meinetwegen 40.000 Umdrehungen, nehme ihn und halte das Werkzeug vorne im geringsten auch nur an irgendetwas ran und sofort bricht es mir ab auf 10.000 Umdrehungen, auf 5.000 Umdrehungen oder ich bringe es sogar zum Stehen, bringt dir das gar nichts. Ja? Und hier ist es so, dass das Gerät unwahrscheinlich stark ist. Und warum eigentlich? Wir haben hier nämlich das erste Mal einen Brushless-Motor. Ich glaube, das Thema Brushless-Technologie brauche ich jetzt nicht mehr groß erklären. Wir haben hier einen bürstenlosen Motor. Und das Wichtige daran ist, er ist verschleißfrei. Ja, der Motor ist verschleißfrei. Wenn hier irgendwas dran kaputt gehen sollte irgendwann, dann wird es nicht der Motor sein, denn wir haben keine Bürsten mehr, die entsprechend verschleißen können. Das ist eine tolle Sache und Dremel gibt übrigens eine 100% höhere Lebensdauer an des Gerätes hier als des alten
alten, des 4300er an. Wobei der auch schon sehr, 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 sehr lang gehalten hat. Und dann ist es so, wir haben jetzt hier das neue Gerät. Wir gucken uns mal kurz den alten an, denn wir haben ja hier, Moment, wir haben hier den Vorgänger, den, mal gucken, den 8220. Das ist quasi der Vorgänger und ich muss sagen, da sieht der neue doch schon einiges moderner aus. Und wir haben hier eine Sache, die mich besonders freut. Und zwar, wir haben hier die Anlehnung an Bosch Professional. Nämlich die Akkus, die wir hier drin haben, sind die klassischen 12 Volt Akkus von Bosch Professional. Ja, hier seht ihr den klassischen Bosch Professional Akku, den wir hier haben. Und den setzen wir einfach hier ein. Und ja, können damit arbeiten. Geht wunderbar, geht allerdings nur mit der Form, mit der anderen Form hier geht es nicht. Das ist nicht einsetzbar, das passt nicht. Ja. Ist aber nicht schlimm, ich denke mal, mit so einem Akku kommt man schon eine ganze Weile hin. Zusätzlich, nehmen wir ruhig mal den Akku von Bosch hier mit drin, dass ihr seht, dass es wirklich funktioniert. Diese Variante wird ausgeliefert mit 2-3 Amperestunden Akku. Der alte hier wurde ausgeliefert, und ich zeige es euch auch mal, mit einem, hier sieht es leider nur hier, aber wurde mit einem 2 Amperestunden Akku ausgeliefert. Hier, da an der Stelle sieht man es. Ja? Sodass ihr hier auch noch 50% länger mit dem Gerät arbeiten könnt. Das ist übrigens auch nochmal ein Riesenvorteil. Der Dremel hier wird auch in 2 Varianten ausgeliefert. Deswegen habe ich es übrigens auch hier in 2 Varianten hier. Und zwar einmal mit dem großen Koffer. Du willst den Koffer. Du willst den Koffer. Ja? Oder hier mit Tasche. Welchen Preisbereich sind wir eigentlich? Und übrigens, wie immer, findest du unten den ehrlichen Preisvergleich. Wir sind hier bei der Tasche. Ich mache das mal für euch auf. Da bekommst du genau das hier, ja, als Lieferumfang. Das Gerät, Akku, Ladestation und ein Starter-Set, ja, bekommst du hier mit dazu. Das Ganze bekommst du für im Preisbereich so bei 180 Euro. Für 80 Euro mehr gibt es den Koffer. Du willst den Koffer. Denn du kannst hier das Ganze aufmachen. Hast hier alles wunderschön Schaumstoffverpackung drin. Ich zeige euch das nochmal, wenn es hier drin liegt. Oh, das ist wirklich schön. Das fühlt sich auch wirklich gut an. Alles ist hier perfekt passend eingepackt. Hier kannst du deine 2 Akkus reintun und so weiter und so fort. Und du hast hier unten nochmal alles an Zubehör verstaut. Und das gehört auch alles hier zum Lieferumfang dazu. Wie zum Beispiel hier eine Hilfe, um immer gerade entsprechend ihn anzusetzen. Oder hier ein Zusatzhandgriff. Oder. Was auch dazu gehört, sind hier Fräser. Gehören mit dazu. Genauso wie hier ein echt großes Zubehörset. Auch das hier gehört dann alles schon dazu, was du sonst einzeln kaufen musst. Und ich sage mal, für rund 260 Euro ist schon ein bisschen Geld, aber du kaufst ja einmal den Koffer, ja, und hast dann alles dabei, um dir ja quasi jede Situation, aus der du nicht rauskommst, zu erleichtern und um sie zu lösen. Und übrigens, über den Koffer gibt es noch eine Sache zu sagen. Der geht nicht einfach so auf. Ja, also hier. Es ist nicht so, dass jetzt hier auf einmal das rausfallen will, sondern ich kann es einfach öffnen und dann kann ich es aufmachen, schließen, Freude. Du willst den Koffer. Du willst den Koffer. So, aber nochmal zu dem Gerät an sich. Hier hat sich einiges geändert und zwar, ich finde erstens, es ist wesentlich schöner als das alte Gerät. Nicht, dass es hässlich war, aber das sieht schon nicht schlecht aus. Was ich übrigens als witziges kleines Gimmick finde, ist, das leuchtet. Also es leuchtet, wenn du das Gerät einschaltest. Aber das ist eigentlich egal. Was wichtig ist, sind 2 Dinge. Nummer 1, wir haben hier eine Konstant-Elektronik. Das heißt, nicht automatisch, sondern Elektronik, wenn das Gerät arbeitet und wir die Geschwindigkeit eingestellt haben. Was wir übrigens hier machen, ja, über dieses Drehrädchen. Wir können hier das wunderbar einstellen. Ja, die Umdrehungen, die wir haben wollen, 30.000, 25, 20 und so weiter. Das Gerät hat eine Elektronik drin, was diese Geschwindigkeit halten möchte und hält. Das finde ich erstmal super. Dann ist es so, dass wir quasi einen Sofortstopp haben. Das heißt, ich drehe das Ganze jetzt mal wirklich hoch auf 30.000 Umdrehungen. Jetzt hört einfach mal nur. Es stoppt sofort. Es läuft nicht nach, es macht kein gar nichts, sondern es stoppt sofort. Das finde ich eine tolle Sache. Dann finde ich es auch super. Du hast hier vorne ja eine Griffmulde. Ja, das Ganze ist ja nicht nur
Hat ja viele Funktionen, die Spitze hier vorne, aber du kannst es ja entsprechend, so jetzt in meinem Fall, so diesen Füllehaltenden hier gravieren oder Dinge damit machen. Ja? Dafür ist das da, ich kann es hier wunderschön greifen, ja, kann so Dinge damit tun, aber es ist auch dafür da, um das Werkzeug zu wechseln. Denn ich kann das einfach nehmen, schraube es ab, so, jetzt ist es ab, jetzt ist es ab und ich habe hier drin, komm ein bisschen dichter, ich habe hier drin Folgendes, und zwar hier habe ich quasi einen Schraubenschlüssel integriert. Ich muss jetzt ja hier mein Werkzeug einspannen, ja, hier vorne. Dazu kann ich Folgendes machen, ich drücke jetzt hier diesen Knopf, verriegel es, jetzt ist es verriegelt, aber ich kann es ja nicht mit der Hand losdrehen, aber damit geht es schon. Ich setze es einfach hier ein und so, habe es gelöst, kann mein Werkstück hier, mein Werkzeug einsetzen, ja, und dann kann ich es wieder hier damit schließen. Und dann damit wieder anziehen. So, das war's. Fest und los geht's. Das finde ich super gelöst und ist sehr clever, weil am Ende des Tages fehlt dir genau der Schlüssel oder fehlt dir irgendein Zubehör, um schnell weiterzuarbeiten, um schnell irgendetwas vorne zu tauschen. Das ist schon echt clever, oder? Ich habe ja gerade gezeigt, wie man das ganze Werkzeug losmacht. Und ich habe jetzt hier einmal einen Aufsatz drauf gemacht. Und übrigens, das Ganze ist hier kompatibel zu allen Dremel-Aufsätzen, rückwärtskompatibel. Das ist wunderbar, gar kein Problem, kein Thema. Interessant ist Folgendes, was ich hier übrigens drin habe. Und zwar, schaut mal hier, was da drauf steht. Und zwar Dremel Max. Das ist auch ganz neu. Und zwar hat Dremel Folgendes gedacht, was Bosch Professional kann, das kann ich auch. Und zwar ist es so, dass Dremel jetzt neue Zubehör rausgebracht hat, die wesentlich standfester sind, stabiler sind und länger halten. Da gibt es zum Beispiel hier so eine Trennscheibe als Max. Es gibt aber auch Fräser und. Schaut da einfach mal in den Zubehörkatalog rein. Ein bisschen was kann ich hier, glaube ich, jetzt auch schon hier unten in der Videobeschreibung verlinken. Übrigens gibt es quasi schier unendliche Mengen an Aufsätzen, die du kaufen kannst. Und hier in dem Fall zum Beispiel ganz interessant, kannst du auch einfach hier die Scheibe wechseln, ja, indem du sie einfach hier mit einem Schnellverschluss wechselst. Diejenigen, die Dremel schon länger in der Hand haben, kennen das, aber vielleicht wird es den einen oder anderen erstaunen. Das Interessante ist aber Folgendes. Was machen wir, wenn wir so ein Werkzeug benutzen? Wir haben keine Ahnung, wie wir es einstellen. Aus folgendem Grund. Jetzt stellt euch mal vor, du sagst jetzt, ich habe jetzt hier ein Stück. Machen wir mal Folgendes. Ich habe einen Stein und möchte ihn gravieren. Es stellen sich zwei Fragen. Nicht die dritte. Warum möchtest du es machen? Sondern wir nehmen mal an, dass du es machen möchtest. Frage Nummer eins. Welcher Aufsatz ist der richtige? Frage Nummer zwei. Wie benutzt du ihn eigentlich und mit wie viel Umdrehung benutzt du ihn eigentlich? Und da hat Dremel wirklich was Gutes gemacht. Also ich muss sagen, vielen Dank an Dremel dafür. Denn was hast du in der Regel immer dabei? Außer ein Dremel. Dein Handy. Und da kannst du Folgendes machen, und zwar kannst du dir jetzt mit der Dremel-App genau anschauen, welches Zubehör du benutzt. Und dann machst du einfach Folgendes, du machst die App auf. So, und jetzt kannst du hier einfach bei Material eingeben, welches Material möchtest du bearbeiten. Ich klicke jetzt hier mal drauf und sage jetzt zum Beispiel Stein. Klicke auf Weiter. Dann ist die Frage, welche Anwendung möchte ich machen? Klicke ich wieder drauf und jetzt sage ich zum Beispiel, wir hatten ja vorhin gesagt, Schnitzen oder Gravieren. Ich klicke drauf auf Schnitzen oder Gravieren, gehe auf Weiter. Jetzt gehe ich auf Zubehör finden und jetzt steht dort genau, welches Zubehör ich nehmen kann. Hier zum Beispiel auch wieder das Max-Zubehör. Wir nehmen das einfach mal so und sagen Ergebnisse anzeigen. Und jetzt sehe ich hier alle Zubehöre, die ich nehmen kann. Da sehe ich ja auch, je nachdem, wie ich Stein bearbeiten möchte, welchen Kopf ich am besten nehme. Und das Interessante ist, ich gehe jetzt weiter runter und dort steht dann auch 18.000 bis 24.000 Umdrehungen. Also nicht zu viel und nicht zu wenig. Und das Problem ist in der Regel, dass wenn du das nicht machst, also wenn du einfach so ein Zubehör nimmst, das hier reinsteckst, dann ist doch die normale Sache, was macht jeder? Maximale Kraft, los! Ja, würde ich immer so machen, aber mit der App wird dir gezeigt erstmal, was ist das richtige Zubehör und genau wie benutzt du es richtig und in welcher Geschwindigkeit machst du das. Also vielen Dank, Dremel, dass ihr das gemacht habt. Ihr könnt übrigens auch euer Gerät mit der App über Bluetooth verbinden. Ihr könnt da zum Beispiel auch die Batterieladestand euch anschauen und. Das finde ich auch nochmal ganz interessant, aber das Zubehör und der Zubehörkatalog, der da drin ist, der ist wirklich
Also das ist wirklich eine Sache, wo ich sage, huiuiui, hätte ich vorher nicht dran gedacht. Und das erleichtert das Leben so enorm, wie ein Dremel das Leben allgemein enorm erleichtern kann. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu dem Dremel sagt und vor allem zu dieser, das ist ja eigentlich keine Evolution, das ist schon eine Revolution bei Dremel und bei der Kraft, bei Lebensdauer, bei allem drum und dran. Also schreibt mal unten in die Kommentare, was ist eure Meinung zu dem Gerät und schreibt mir auch mal, welches der beiden Pakete ihr nehmen würdet, das hier oder den Koffer. Ich bin gespannt, jetzt aber ran an den Dremel und bis zum nächsten Mal.